Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM22. Ganz, 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 ganz wichtiges Spiel gegen Lyon heute. Es entscheidet sich einfach, ob wir weiter in der Champions League sind oder in die Europa League müssen. Momentan sind wir in Gruppe D auf Platz 3. Es heißt halt nicht so wirklich viel Gutes für uns, ne? Wir müssen einfach gewinnen, weil ganz ehrlich, wir können nicht davon ausgehen, dass United irgendwie gegen Fenerbahce großartig hoch verliert. Das wird nicht passieren, weil wir haben den direkten Vergleich absolut unentschieden gegen United mit 1-1 jeweils. Deswegen zählt ja dann die Tordifferenz. Also müsste Fenerbahce irgendwie etwas höher gewinnen. Das werden sie nicht. Wir brauchen einen Sieg gegen Lyon. Anders wird es heute nicht gehen. Und das Problem ist, gegen Lyon haben wir halt als einziges verloren. Ja, Fitness sieht super schlecht aus. Extrem scheiße. Aber was soll's, ne? Mehr geht nicht. Boto, Nuri, Sonjoda, Coelho und Mikautadze kommen rein, im Gegensatz zum letzten Spiel, was auch nicht so gut war. Da haben wir gegen Valencia auch erst in der 94. Minute den Ausgleich gemacht. Oh Leute, wird schwer. Wird ganz, 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 ganz schwer. Ja, Jungs, es wäre halt so schön, wenn wir uns revanchieren könnten, wenn wir hier wirklich ins Champions League Achtelfinale kommen könnten. Aber es wird halt extrem schwer. Ganz einfach. Mal gucken. So, Lyon im 4-4-2. Ähnlich gute Form wie wir. Oh Mann, das wird so scheiße schwer. Wir probieren alles. Ich werde mal kurz vorher sagen, dass sie die Gegner doch bitte mal ein bisschen kaputt treten sollen. Ich weiß, ist nicht die feine Art. Aber irgendwann muss ja auch mal sein. So, wir sollen Manndeckung ziehen auf Origi, das macht Sinn, jo, und auf Paketa Pressing macht auch Sinn. Oh, es wäre so schön. Mal gucken. Auch Lyon nicht mit der besten Fitness. Oh ja, unter uns ist United übrigens gegen Fenerbahce, aber wird sehr irrelevant sein. Selbst unentschieden reicht hier nicht. Boto, ja, der spielt auch viel. Kam auch nach seiner Verletzung sofort wieder rein. Schwierig für ihn. Wir starten gut. 6-1 Schüsse, glaube ich. Sonjoda! Holy shit! Yo! What the fuck? Alter! Das ist eine der krassesten Schüsse, die ich jemals gesehen habe im FM. Boah, jetzt müssen wir das Ding aber gewinnen. Heilige Scheiße, was für ein Schuss. Er leckt mich am Zückerli, ist ja unglaublich. Alter! Den muss ich mir nochmal anschauen. Boah, alter Schwede, ey. Okay, ist es leider noch ein bisschen zu spielen. Heilige Scheiße. Boah, nicht selbstzufrieden werden, Jungs. Oh, wir haben eine riesige Chance jetzt durch diesen Wunderschuss von Sonjoda. Oh, bitte, Jungs. Bitte, bitte, bitte. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Lyon in der zweiten Halbzeit aufwacht. Mokoko Hattrick gegen Kopenhagen. Lyon noch ohne Torschuss. Jetzt haben sie ihren zweiten Schuss mal abgefeuert. United ist jetzt in Führung gegangen durch Giacomo Raspadori. Okay, guck mal an, guck mal an, aber es ist jetzt egal. Erster Torschuss von Lyon war da, jetzt kommt der Eckball und der ist drin. Ach, meine Güte, ey, Waldemar Anton. Scheiße. Ein Standard. Oh, die Fitness, meine Güte. Vicente kommt rein. Ach, Solanke oder Mikautadze. Ich meine, wir brauchen den Sieg. Unentschieden reicht uns nicht. Wir können auch nicht davon ausgehen, dass Fenerbahce das Spiel drehen wird. Ja, ein einfacher Eckball. Dann ist es Juan Fernandes, der auch schon so viele Spiele jetzt abgespult hat die letzten Wochen. Ah, der zweite Torschuss halt. Scheiße. Ja, wir müssen auf Doppelsturm gehen. Wir haben nur noch 6 Minuten Zeit. Wir brauchen den Sieg, um weiterzukommen. Oh Mann. So, Solanke kommt rein für Jill Herme.
Kommt schon, Boys. Ihr kriegt das hin. Wir können das echt schaffen. Lyon ist heute nicht gut. Ah, dieses eine Eckballtor halt. Ah, sieht nicht gut aus. Mm-mm. Die Hoffnung schwindet. 2 Minütchen nur noch. Ja, jetzt haben wir nur noch knapp 70 Sekunden auf der Uhr. Das wird leider nichts werden. Trotz dieses Wunderschusses von Sonjora. So ein geiler Schuss, aber leider dann einmal die Ecke nicht richtig verteidigt. Und schon ist es dann passiert. Ich glaube leider nicht, dass das hier, das ist absolute Verzweiflungstat jetzt bei mir. Nee. Wir sind leider raus. Dieses wunderschöne Tor von Sonjora hat leider nicht gereicht. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft, aber scheitern mal wieder an uns selber, weil wir die Tore einfach nicht gemacht haben. Wir haben gar nicht so viele Szenen gesehen. Ach, aber ja, es ist das Typische für uns dieses Jahr. Wir haben 19 Schüsse, davon dann auch nur die Hälfte aufs Tor. Und, gut, also nicht die Hälfte, aber knapp die Hälfte aufs Tor. 1,56 XG, deutlich mehr als der Gegner, aber wir kriegen es einfach nicht hin, das 2:0 zu machen aus diesen Chancen, weil wir halt auch nicht genug Torgefahr ausstrahlen. Es wäre halt locker drin gewesen, hätten wir dieses einzige Spiel, was wir verloren haben gegen Lyon, nicht so unfassbar verkackt. 9 Punkte am Ende helfen uns leider nicht. 2 Siege, 3 Unentschieden. Ja, schade. Schade, 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 ey. Wäre ich drin gewesen, wirklich. Gerade jetzt mit dieser Leistung, wir haben gerade richtig gut gespielt, aber diese eine Ecke, diese eine blöde Scheißecke, die hat uns das wieder kaputt gemacht. Ja, diese blöde Niederlage gegen Lyon. Sonst haben wir uns echt richtig gut angestellt. Aber hätten wir gegen Lyon noch einen Unentschieden geholt, wären wir easy weitergekommen. Schade. Ja gut, von Anfang an war klar, dass die Gruppenphase extrem schwierig wird mit Manchester United und Lyon. Dass denn Fenerbahce so komplett abscheißt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass da beruhte dann meine Hoffnung, da vielleicht weiterzukommen. Dass Fenerbahce den anderen irgendwie ein paar Punkte abknabbert, aber die sind ja hoffnungslos untergegangen. Schade. Ach, Sonjora, es tut mir so leid, dass dieses wunderschöne Tor nicht gereicht hat. Was für ein genialer Schuss. Schade. Aber gut, gewinnen wir halt die Europa League, ne? Ist ja jetzt auch nicht so, dass das nicht mein Wettbewerb wäre oder so. Jetzt holen wir uns auch noch die erste Niederlage in der Youth League Gruppenphase ab gegen Lyon. Ich fange an, Lyon nicht zu mögen. Ich werde Paris Ultra. 320.000 kriegen wir durch die nicht zugeteilten Preisgelder. Durch Unentschieden. Ja. Gut, für die, ganz ehrlich, ne, für die erste Champions League Saison der Vereinsgeschichte war es doch eigentlich ganz gut. Auch wenn ihr wisst, dass ich gerne das Maximum gehabt hätte. Immer. Immer, immer, immer. Aber gut, ja, so ist es halt. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt gegen Celta Vigo irgendwie noch gewinnen, mit der Fitness, die wahrscheinlich komplett im Keller ist, und konzentrieren uns dann eigentlich schon auf die Wintertransferphase, indem wir scouten und so weiter. Unsere Jugendspieler gehen jetzt in Urlaub. Ich bezweifle stark, dass fucking Mainz genug Geld hat für Juan Fernandes. 36,5 ist vielleicht die Hälfte von dem, was ich verlange. Weil Juan Fernandes spielt eine überragende Saison. Die letzten Spiele jetzt nicht mehr so gut, aber das liegt einfach daran, dass er halt jedes Spiel machen muss. Der spult ja ab ohne Ende. Und deswegen ist er so wichtig. So, ich scoute, ne, ein bisschen noch, deswegen muss ich die hier mal kurz entfernen. Hab wieder ein paar gelöscht, nachdem jetzt ein paar Berichte reinkamen. Es wird hier anscheinend noch ein kleines bisschen dauern, aber wenn wir gleich die Zeit haben, nach dem Celta Vigo-Spiel, wird das ja gut aussehen.
Hauptsache bis zum 28.12. sind größtenteils alle Spieler auf dieser Shortlist richtig gescoutet. Solanke hat eine Erkältung. Gehst zum Arzt, passt schon. Bloß keinen anstecken. So, haben nur zwei, die dieses Mal gut trainiert haben, mit Zulek und Vicente. Ja, Zulek kann aber auch noch nicht so wirklich gut in dieser Taktik von uns, wundert mich. Wäre schön, wenn sich die gegenseitig wieder die Punkte wegnehmen könnten, damit wir oben dran bleiben. 3 Punkte sind es momentan auf Platz 3. Ist ja noch früh. Ich glaube wirklich, auf die anderen gucken brauchen wir erst ab Mitte der Rückrunde. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie wir damit klarkommen, wenn wir dann wirklich Europa League haben. Kommt natürlich drauf an, ne, wie. Was da für Gegner auf uns zukommen. Letztes Jahr waren sie jetzt auch nicht so gut, aber dann haben wir halt trotzdem Kacke gemacht. Wenn wir das besser machen können dieses Jahr, könnte ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht was geht. So, sieht supi aus. Auch Kongnar könnte mittlerweile wieder. Also, das sieht super aus, ne? Wenn ich jetzt gleich auf die Fitness gucke, dann wird es alles nicht supi aussehen. 4, 2, 3, 1 ist es bei Celta Vigo, die auf Platz 12 der Liga sind, wie momentan auf Platz 7. Fitness sieht dann aber doch noch überraschend gut aus. Gerade mal Juan Fernandes, von dem wir das ja am meisten erwartet haben. Ich werde mal Nunez reinbringen für Porto. Und ja, nee. Kongna würde ich ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Weil der ist ja noch nicht beim Teamtraining drin gewesen. Einmal Guilherme dürfte noch reichen. Weil ich gerne Peray, glaube ich, hier sehen möchte. So. Einmal bitte Celta Vigo besiegen. Siebter gegen Zwölfter. Zuletzt zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage bei Celta Vigo, die eben 4 zu 1 spielen. Bei uns gab es zuletzt sehr, sehr, sehr viele Unentschieden. Wir können halt aktuell nicht wirklich gewinnen. Aitnuri mit einer super frühen gelben Karte schon wieder. Hat sich ja letztens erst, in der letzten Folge war das, glaube ich, sogar glatt rot gegönnt. Also der muss sich langsam mal zusammenreißen, wenn er wirklich nächstes Jahr bei mir spielen möchte. Celta Vigo startet richtig stark. 3 Schüsse, 3 davon aufs Tor. Allerdings davon dann nur 0,13 XG. Jetzt haben sie mit einem Schuss, der nicht mal aufs Tor ging, plus 10 bekommen. Oder plus 0,10. Wieder 5 Schüsse, keiner davon aufs Tor. Wir scheitern so oft an uns selber. Erste Halbzeit durch ohne einzige Szene. Jungs, was soll denn der Mist? Ich gehe mal auf das 2-4-3-1. Ich nehme Kabic raus. Kein gutes Gefühl bei seiner gelben Karte, wenn da auch schon steht, er verdient seine gelbe Karte. Sound kommt rein für Aitnuri, damit wir die Gelb-Vorbelasteten jetzt komplett raus haben. So, Sonjoda, 58. Minute, Freistoß für ihn. Aber der ist leider nicht gut. Eckball, dieses Mal für Celta Vigo. Und dann ist er nicht drin. Boah, der Innenpfosten, dann tänzelt er so ein kleines bisschen noch auf der Linie. Eieiei. Solanke kommt rein, unser letzter Wechsel in der 70. Minute für Mikau Tatze. Kein gutes Spiel von uns. Wie so oft, gerade in der Offensive hakt's. Das war absolut gar nichts. Juan Fernandes ist so krass überspielt. Stark gemacht von Soriano. Dimina drüber. Das ist halt das Problem. Ich habe keine guten Alternativen. Andersen ist auch komplett außer Form.
sieht nicht so aus, als ob wir hier einen Sieg holen könnten. Oh, riesiges Risiko von Casas. Jetzt geht er auch nicht zurück. Ja, jetzt fehlst du hinten. Merkst du auch, ne? Kaminski gegen Soriano. Und Soriano ist wieder da. Ich gehe auf Offensiv. Und hau die mal ein bisschen in die Pfanne. Aber scheint nichts zu bringen. Es sieht so aus, als ob es wieder mal ein Unentschieden gibt. Jupp. Ihr wisst, wie sehr ich Unentschieden hasse, ne? Das ist das Schlimmste, was es gibt gerade für mich, diese ganzen Spiele. So viele verpasste Möglichkeiten. Und wieder mal 12 Schüsse und davon nur ein mickriger Schuss aufs Tor. Es ist halt hochverdient, dass wir hier nicht gewinnen. Und es fuckt mich extrem ab. Wir hatten das so ein bisschen in den Griff bekommen, aber jetzt fallen sie wieder in die Muster, die sie am Anfang der Saison hatten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ganz, ganz schlimm. So, ich werde die mal kurz hier reinpacken, wollte ich sagen. Mach die noch raus. Ey. Weil dann werde ich jetzt schon mal schauen, dass ich die Spieler hier in der B-Mannschaft alle reinpacke, weil die wollen wir jetzt verkaufen die nächsten paar Tage. Huh? Kann man die jetzt, kann man die jetzt echt nur verschieben? Kann ich mir nicht vorstellen. Dass man die echt nur verschieben kann, wenn Transferphase ist, weil ich das habe ich letztens erst gemacht auch. Gleich mal schauen. Ach, wir lassen so viel liegen in der Liga, es nervt so sehr. So, warum kann ich den nicht verschieben? Diese Spieler können zurzeit nicht zum FCN. Naja, vielleicht wegen dem 25-jährigen Rabelo? Jupp, an dem liegt's. Der kann dann nämlich wirklich nur in der Transferphase rübergehen. Mal schauen, ob wir die Spieler verkauft bekommen. Für viel Geld wird das nicht passieren. Dafür ist die Reputation unseres Vereins weiterhin viel zu gering, auch mit Champions League jetzt noch. Wobei jetzt Champions League ist ja jetzt eigentlich quasi raus. Die Auslosung dürfte jetzt durch sein. Puh, meine Güte, ey. Man hätte so easy weiterkommen können. Aber dass wir diese Tore auch einfach nicht mehr schießen, ne? Das ist halt das Schlimme. Ah, die Scouts sind mir schon wieder zu langsam. Das dauert so Ewigkeiten, bis die hier mal ein paar gescoutet haben. Unsere Gehälter sehen nicht mehr so gut aus. Ja, wir sollten einfach mal mehr Geld bekommen, ne? Ganz ehrlich. Dieser blöde Vorstand, wie er einfach keinen Bock drauf hat, dass man ein erfolgreicher Verein ist. Letztes Jahr Palermo hat uns einfach direkt nach dem Aufstieg einfach das komplette Geld zur Verfügung gestellt. Das war so nice, das war so ein schöner Vertrauensbonus. Und hier darf es halt nicht mal mehr Scouts haben oder so. So, wir bleiben auf Platz 7 und Champions League ist weiterhin 3 Plätze entfernt, weil Osasuna jetzt nach vorne gerückt ist, da Sociedad verloren hat. Super eng weiterhin. Umso trauriger, dass wir das nicht ausnutzen können, weil gerade jetzt dieses Ding ausnutzen zu können, dass andere so viele Punkte liegen lassen, wäre halt so geil. So wird es ein Fight bis zum Ende werden. Hoffentlich sogar. Stand jetzt müssen wir eher sagen, dass es schwierig wird, in diesen Fight überhaupt reinzukommen. Wieder nicht mehr Scouts. Leute, gebt mir doch einfach mal mehr Scouts. Ich liebe Scouts. Scouts sind Scouts. Ihr, ich hasse euch. Sanchez Zampado, du bist ein Arschloch. Ich mag dich nicht. So ein doofer Vorstandsvorsitzender, ganz ehrlich. Wieso scouten die immer nur einen? Achso, ist noch ausstehend. Ja, wir hatten das letzte schon mal. Ich merke mir das nicht, wann ich weiterdrücke, weil es geht ja alles so schnell. Deswegen kann ich mir das nicht merken, wann ich da die Scouting-Berichte gemacht habe. So, mal schauen, wer es wird, ne? In der ersten Ausscheidungsrunde der Europa League. Die richtig guten, die kommen ja erst im Achtelfinale. So, Juventus würde ich aber trotzdem sehr ungern nehmen, aber so, gerade deswegen wird es wahrscheinlich Juventus oder Dortmund werden. Hertha spielt gegen Juventus. Okay, schon mal gut. Scheiß Hertha übrigens, dass die immer so OP sind. Basel würde ich nehmen, würde aber Sporting kriegen. Antwerpen würde ich sehr gerne nehmen, kriegen Dortmund. Dortmund damit raus. Lille wäre schwer, deswegen kriegen wir die. Lille, Vierter in der Liga, letztes Jahr auch Vierter geworden, haben also Champions League gespielt. Unschön. Dicker Gegner gleich zum Auftakt. Jonas Wind dabei, Jonathan David noch dabei. Zagadou. Yazici ist der Topverdiener. Wird sehr schwierig. 17. Februar ist das Spiel.
ich das gerade richtig gesehen, dass fucking Jahrstein Hertha übernimmt? Ich habe letztens gesehen auf Screen, dass Dardai entlassen wurde. Also es würde Sinn machen. Ach, okay. Ich habe Jahrstein gelesen, dachte mir, what the fuck? Aber nee. So, das sind immer noch nicht die neuen Berichte, oder? Doch? Echt? Ich gehe mal kurz ein Stündchen nach vorne. Ah, die haben die nicht aktualisiert, richtig. Schade. Sehr, sehr schade. Ein paar sind aber auf 100%. Naja, gut, aber nur ein paar, nicht alle. Sind hier nur noch 96 Spieler und das sollten sie eigentlich hinkriegen in der kurzen Zeit, diese Spieler zu scouten. Warte, stopp, stopp, stopp. Erstmal schauen, hat schon jemand. Ja, es haben schon wieder Leute verlängert. Wir müssen bis 28 gucken. Die können schon wieder raus. Dann sind es noch 88 Spieler. Und das solltet ihr ja wohl schaffen, Scouties, ne? Bitte. Keine Ahnung, warum hier auf einmal die Berichte weg sind. Haben wir einen Scout verloren? Ich gerade irgendwas Blödes gedrückt? Ich weiß es nicht mehr. Es geht alles so schnell. Ich hoffe mal, dass da wenigstens ein guter Spieler dabei ist, ne? Generell brauchen wir auf jeder Position was. Bis auf Rechtsverteidiger und Keeper. Wäre halt echt schön, wenn Jesus Perez sich so pushen könnte, dass er dann den Keeper-Posten übernimmt bei uns. Wir haben Soriano in der Reserve vom Team of the Week. Und ich glaube, die Scouts haben wieder keine gute Arbeit geleistet. Die schaffen es gerade irgendwie immer nur so sechs Personen zu scouten anscheinend. Ich werde mir das jetzt beim nächsten Umlauf mal merken, wann ich die Scouting-Berichte ranklatsche. Damit ich mich nicht immer beschweren muss. Auch wenn ich das sehr gerne mache. Weil es halt auch meistens klappt. Ich bin traurig, ne? Das war so ein schönes Sonjola-Tor. Ach, Mann, ey. So, hier ist Copa del Rey. Den würden wir normalerweise spielen, sind aber ein bisschen weitergekommen letztes Mal. Weshalb wir zum Glück nicht spielen müssen. So, es ist Mittwoch, 19 Uhr. Deswegen müssten die Berichte, die wir jetzt gerade machen, am Donnerstag 19 Uhr da sein. Ganz einfach. Youth League wird auch noch gleich ausgelost. Mal schauen, was die Jungs bekommen. Gruppenphase war ja echt stark, bis auf das letzte Spiel, was man unbedingt gegen Lyon verlieren musste. Typisch. Hauptsache gegen Lyon verlieren, sonst nichts verlieren, ne? Kennt man irgendwoher. Oh, Verscharen spielt immer noch bei Anderlecht. Krass. So. Wir haben mittlerweile Freitag, also die Berichte dürften durch sein. Und sie sind es wieder nicht. Die Scouts pennen weiter rum, haben gerade mal zwei Berichte rausgehauen. Meine Güte, ey. So, Freitag 8 Uhr. Aber viel haben wir zum Glück nicht mehr. Die anbieten werde ich wahrscheinlich jetzt gleich ein paar, um zu schauen, ob man vielleicht jetzt schon Angebote bekommt. Ansonsten den Großteil wirklich erst, sobald das Transferfenster geöffnet ist, was aber, glaube ich, erst am 5. Januar ist. Nee. Ich spiele doch nicht gegen eure B-Mannschaft mit meiner A-Mannschaft, Real Madrid. Was ist los mit euch? Seid ihr irgendwie ein bisschen toxisch? Ich glaube schon. So, wen bieten wir denn an? Ich würde mal sagen, Funes nicht. Ich würde mal sagen, Antonio Luis Perez. Ich werde übrigens ohne Geld anbieten erstmal. So, Salinas und Ribeiro. Und vielleicht noch Sicardo. Mal schauen, ob da schon Angebote kommen. Früher war es immer so, das war eine ganz schlechte Idee, außerhalb der Transferphasen Spieler anzubieten. Gerade wenn die nicht so viel Reputation haben. Aber wir haben wenigstens ein Angebot bekommen für Salinas von Amiens. Das ist nicht viel Geld, aber Hauptsache, er würde dann gehen. Da muss man eh jetzt eher. Oh, guck mal. Leipzig möchte Schlärme haben. Gleich mal sagen, vielleicht geht da ja was. Oh, wir müssen speichern. Haben wir lange nicht mehr. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, sieht dann nicht so gut aus. Ne? Wenn Salinas jetzt übrigens geht, hole ich mir Oliveira zurück, damit wir dann diese drei Keeper halt im Verein haben.
zur Sicherheit. Aber irgendwie schade, dass wir jetzt ja, für die anderen keine Angebote bekommen haben. Ich werde nur mal probieren. Bei allen jetzt. YOLO, ne? Dann schauen wir mal auf die Scouting-Berichte, weil wir haben ja mittlerweile Samstag und sie haben es endlich mal geschafft, alle zu scouten, so wie es aussieht. Hey. Hat ja nur eine Woche gedauert. Haben zwar immer noch ein paar, die unter 100% sind, aber jetzt können wir schon wieder ein bisschen aussortieren. Hat momentan keiner seinen Vertrag verlängert. Übrigens, falls ihr euch wundert, was der Filter ist, das ist einfach nur, dass, damit die Keeper nicht drin sind. So, Nervenstärke sollte mindestens 10 bei jedem Spieler sein. Auch Antizipation sollte mindestens 10 bei jedem Spieler sein. Dann Übersicht sollte ebenso mindestens 10 sein bei jedem. Für die einzelnen Positionen macht man das natürlich dann mal richtig. Weil jetzt zum Beispiel beim neuen Innenverteidiger brauche ich nicht unbedingt so viel ohne Ball. Aber also die Grundsachen, ne, wie passen und aufpassen, müssen sie schon können. Oder dribbeln. Gerade in den Systemen, wo es bei mir wichtig ist, dass alle sind. So, 75 Spieler sind das noch. Das sieht doch schon echt gut aus. So, da wir jetzt sonst keine Angebote bekommen, mache ich mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, damit wieder ein bisschen mehr Action dann ist. So, da sind wir wieder mit unserem Youth Intake Preview. Soll wieder ein sehr guter Intake werden, ein exzellenter, aber was am Ende bei rumkommt, ne, ist ja mal was anderes. So, sonst ist nicht so viel passiert. Wir können Salinas fix machen, werden wir jetzt auch machen. Damit der dann schon mal weg ist, werden uns dann, wie schon erwähnt, Oliveira zurückholen. 19.000 geht zu Belenenses. Nicht viel Geld, aber am Ende des Tages wollen wir die eh alle loswerden und die haben keinen Mehrwert für uns. Von daher machen wir das halt auch. Sonst dürften wir jetzt jeden Augenblick eigentlich die ganzen Spieler verpflichten dürfen, die hier auf dieser Shortlist sind. Noch geht's nicht. Aber wird gleich der Fall sein. Habt ihr jetzt zu 100% alle gescoutet? Hab auch die Keeper jetzt schon angefangen zu scouten. Da ist eigentlich nur noch einer, der nicht komplett gescoutet ist. Und auch die Jugend-Shortlist habe ich jetzt nochmal gescoutet, damit wir da auch gleich die aktuellsten der aktuellen Berichte bekommen. Ich glaube, sobald wir das so alles machen können, kriegen wir eine News. Von wegen, Spieler auf ihrer Shortlist sind oder haben bald einen Vertrag, der endet oder whatever. Girona werden wir definitiv heute noch machen. Weil sonst ist ja noch gar nicht so viel passiert. Leider beginnt die Transferphase wirklich erst am 4. Nun, jetzt hat. Oh, Leute? Meine Güte, ey. Meine Güte, meine Güte. So, erstmal nun jetzt eine Erkältung, das ist nicht ganz so schlimm, aber die Armfraktur bei Francisco, die ist echt schon scheiße. Weil das heißt, dass er da wohl eher nicht verkauft wird. Meine Güte. So, können wir mittlerweile? Nee, noch nicht. Müssen wir echt bis zum 31. warten? Ich finde es interessant, dass Salinas schon am 3. geht, während die Transferperiode erst ab 4. beginnt. Naja. Irgendeinen Sinn wird das schon haben. Sonst natürlich keine weiteren Angebote bekommen für die anderen Spieler, leider. Ich hoffe, dass sich das am 4. ändert. Ansonsten müssen wir dann nochmal ordentlich bei jedem Spieler eine Transfersumme, die natürlich deutlich unter Marktwert ist, reinpacken. Aber dass wir jetzt hier das große Geld mit den Spielern machen, da haben wir eh nicht dran gedacht. Aber immerhin haben wir schon mal einen verkauft. Progress, yay. So. Darauf habe ich gewartet. Bei uns laufen also die Verträge von Mikao Tatze und ja, anderen Spielern aus. Rato muss ich verlängern. Da wollte ich. Den möchte ich nächstes Jahr behalten. Wobei, da warte ich mal noch. Vielleicht kommt da was im Intake. Mikao Tatze, ja, da werden wir wahrscheinlich den Vertrag auslaufen lassen. Hatten wir bereits das Thema. Macht wohl keinen Sinn, ihn zu behalten. So, dann schauen wir mal. Ich habe schon ein paar rausgelöscht, die nur 2 Sterne haben, so wie die hier. Viele sind es nicht mehr, ne? Kamo, gucken wir uns den mal an. Ist links außen. Mag keine großen Spiele. 5,8 Millionen sollte er kosten. Aber wir kriegen ihn natürlich ablösefrei, wenn wir wollen. Flügelspieler auf links brauchen wir. Da ist momentan nur Sulek eingeplant. Ausgeglichene Persönlichkeit.
Sonst aber nicht schlecht. Die Frage ist dann immer, ob wir für das Geld, welches wir bekommen, ich denke mal, wir werden ungefähr ein Transferbudget von nur 12 Millionen bekommen wieder, plus ein bisschen Gehaltsbudget, ob wir dafür was Besseres bekommen. Schwierig. Das sind die ganzen Linksaußen, die wir hier drauf haben. Er mag auch keine großen Spiele. Fabian Reese ist halt Fabian Reese. Vallejo ist dabei. Woodburn, der verletzungsanfällig ist. Wir müssen darauf achten. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade auf. Ich glaube, wir haben bisher einen Nicht-EU-Spieler eingeplant und das ist Sonjora. Wer sind denn die drei, die wir momentan haben? Wir haben zwei, okay. Dann ist es bei uns Sonjora und Cuello. Okay, Cuello soll gehen, also wir haben zwei Plätze frei. Stand jetzt soll Cuello gehen. Und Mazis. Schauen wir mal, was die so an Werten haben. Technik ganz wichtig. Dribbling nur 10 bei Reza, das ist natürlich zu wenig. Frage ist, Stürmer? Nee. Aber selbst als Stürmer ist 10 Dribbling zu wenig. Flanken als Linksaußen ist schon wichtig. 11 sollte in Ordnung gehen. 12 Ballannahmen nur bei Obando. Nehmen wir mal raus mit 27, die ganze Zeit in Argentinien gespielt zu haben. Erschließt sich mir nicht als gut. Camo und Vallejo haben nur 11 Passing. Der Rest ist okay. Mental ist wichtig. Antizipation sieht gut aus bei den meisten. Nervenstärke auch, Entscheidungen auch. Zielstrebigkeit bei Camo nur 11. Deswegen hat er auch so, hat er auch nur ausgeglichen als Persönlichkeit. Woodburn nehme ich nicht. Den habe ich schon so oft im FM gehabt und immer war er scheiße für mich. Einsatzfreude nur 10 bei Suarez. Das ist mir auch zu wenig. Ja, Camo. Aus Mosambik. Wann ist denn der nächste Afrika Cup? Weil das ist ein großes Manko immer. Heißt der Afrika Cup so? Huch. Afrika Up. Ah, Afrikameisterschaft. 380 Tage, also wirklich nächstes Jahr, der würde uns dann definitiv fehlen. Das ist immer sehr, 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 sehr blöd. Spielt eine starke Saison bei Famalicão. Letztes Jahr auch. Aber ich glaube, in Linksaußen werde ich nicht ablösefrei holen, weil ich glaube, da ja der zweite Spieler dahinter Sulek ist, werde ich mir hier das Geld in die Hand nehmen. Also Camo wird's nicht. So, was haben wir dann noch? 42 Spieler sind's noch. Wir werden nicht alle davon anschauen. Den Keeper lasse ich mal, weil der noch nicht zu 100% gescoutet ist. Ein ZM. Der auch hier schon wieder keine großen Spiele mag. Auch hier wieder ein ZM, okay. Ein Stürmer, gucken wir mal. Ahmed Yasser Rayan von Lyon mag keine großen Spiele und das sogar in Rot gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht sogar. Das sind die Spiele, die wir haben, sind 7. 11 und auch schon 12 Abschluss wären mir zu wenig. Vasilowski nicht. Castellanos auch nicht, weil er dann nur Zehner ist. Dann das gleiche mit Jebison und Touré. Schauen Dani Perez. Ja, aber zuletzt nicht so gut gewesen. Extrem schlechte Leistung sogar. Okay. Nick Venema. Ah, wenig Tore in der Championship. Und Kominowski spielt halt auch kaum. Das bei Aarhus. Hat eh kein Dribbling. Geil sind die nicht. Geil sind die wirklich überhaupt nicht. Gucken wir mal nach den ZMs. Die müssen ja allen voran erstmal passen können. Unter 14 wäre mir schon zu wenig. Jupp. Die sehen auch alle nicht nach Flügelspielern oder sonstiges aus. Deswegen gehen die unter 14 auch raus. Ich möchte halt wirklich gute Spieler holen. Und da müssen die Werte auch passen. Hugo Felix ist dabei. Ui, Ja. Sieht nett aus. Wenn ich jetzt einen Spieler hole, ne, dann ist er meistens für einen Stammspieler eingeplant. Sprich, er hier wäre dann. Ja, könnte man aber auch überlegen, ihn vielleicht anstatt von Sonjoda zu nehmen. Die sind beide dann auf einem ähnlich guten Level. Was haben wir denn auf der 10 noch so? Da ist Felix natürlich dabei. Da haben wir noch. Paar ohne Passing. Mit Horvath
Und Maturana, die ich mal rausnehme. Okay, der kann auch ZM. Das ist wichtig, dass die dann gleich angezeigt werden. Jupp. Die dürften alle angezeigt werden. Gleich auch Forsen. Na, Forsen nicht, ne? Nee. Dann packe ich mal noch den Zehner mit rein. Dann schauen wir nach dem Metzala neben Sonjoda. Das war nicht das, was ich sehen möchte eigentlich. Wo ist denn der Forsten jetzt? Warum kriege ich den hier nicht rein, wenn ich ZMs habe? Oder bin ich blind? Nee, ist auch egal. So, der sollte ein bisschen Abschuss haben. Also die hier sind schon mal raus. Dann schauen wir mal. Ich mache die mal auf eine extra Shortlist. Dann habe ich die besser sortiert. Also die nehme ich mit. Für den Metzala. Und... Ah, Forsten hat aber auch nur 9 Abschluss. 10 Dribbling nur bei Pajero. Der Hugo Felix macht schon Sinn, ne? Schauen wir mal Rachic an. Und dann Felix. Ja, Deckung nehmen wir mal raus, ne? Oh, also Rachic ist schön Allrounder und Allrounder-mäßig unterwegs. Spielt dafür aber auch gar nicht. Wenn ich mal Hugo Felix vergleiche mit Sonjora. Ja, ist aber jünger als Sonjora. Vielleicht könnte es was werden. Macht mich an die Idee mit Hugo Felix. Ich frag mal, was er haben möchte. Jo, Rotationsspieler, das sehen wir raus. 12, das wäre super in Ordnung, ehrlich gesagt. Machen wir mal 100 Millionen Ausstiegsklausel. Locken die. 1,5, 3. Machen 4000 Vorlagenprämie und 4000 Torprämie. So, was sagst du denn dazu? Oh, nicht 12, ne? Machen wir mal 11 am Anfang. Okay, ihr möchtet 13, 7 haben. Ich biete mal 13 so. Gehaltserhöhung nach Spielen nehme ich mal raus. Dann gehe ich aber hier auf 13,5 hoch und... Beim Berater gehe ich auf 100.000 Auflaufprämie und Ersatzspielerprämie geht wieder runter. Prämie je Länderspiel, du wirst wahrscheinlich keine machen. Ich weiß nicht, ob du eine zweite Nation hast oder nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. So. Nimmt er an. Wäre doch eine interessante Idee. Würde mir gefallen. Würde mir sehr gefallen. Rajic behalten wir im Kopf. Weil der gut sein könnte. Haben wir einen guten Innenverteidiger vielleicht? Da haben wir nur zwei mit Basila. Den hatten wir schon mal, oder? Den hatten wir schon mal auf der Liste. Und Colombo, der keine großen Spiele mag, was ich dann nicht mag. Schauen wir mal Basila und Casas. Basila ist 28 Jahre alt. Sieht nicht so schlecht aus. Ich meine, viel krasseres dürften wir auch nicht bekommen für das Geld, was wir dann haben, oder zum Ausgeben. Mal schauen, was er haben möchte. Nicht viel. Das wäre echt in Ordnung. Die Frage ist, bringt dieser Spieler uns dann weiter, ne? Das ist wirklich die große Frage. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Die große, große Unbekannte, weshalb ich mir jetzt halt nicht sicher bin, ob ich mir diesen Spieler holen sollte oder nicht, ist halt, was bekommen wir wohl an Transferbudget? Ich bin die letzten 2 Jahre eigentlich schon davon ausgegangen, dass es ordentlich sein wird, was wir an Transferbudget bekommen, und dann wurde es richtig wenig. Basila ist halt auf einem ähnlichen Level wie Casas oder Andersen. Und es wäre ja eigentlich schöner, wenn wir dieses Level langsam mal übersteigen könnten. Nur ich habe natürlich jetzt auch nicht das Geld, und das werde ich auch zu 1 Million nicht, 100, 1 Million Prozent nicht bekommen, dass ich
genug Geld habe, um mir mal ebenso einen Innenverteidiger für 15 Millionen zu holen und noch andere Mannschaftsteile. Da sind wir uns, glaube ich, alle sicher, dass ich dieses Geld nicht bekommen werde. Momentan halt weiterhin 30 Millionen auf dem Konto. Davon werden wir nicht viel bekommen. Deswegen macht es eher Sinn, Basila dann zu holen. Keeper, der wird ja mittlerweile mal gescoutet, der Katari. Nee. Den würde ich gerne vorher nochmal scouten. Rechtsverteidiger brauchen wir nicht. Sind das alles Rechtsverteidiger? Jo, jo, doch, er. Ludovic auf jeden Fall. Fila auch auf jeden Fall. Und Birindeli auch. Können die nämlich raus. Linksverteidiger. Da ist ja schnell, da gucken wir nur auf den Flankenwert. Der kann nicht flanken. Er kann flanken. Er kann auch flanken. Okay. Wäre dann der Ersatz für N'Gessan. Eher Lukas Piton, der da besser ist. Das Ding ist ja bei N'Gessan in den 3 Jahren, die er jetzt bei uns ist, er performt halt einfach nicht. Weshalb es da eher Sinn macht, sich zu verabschieden. Ja, Piton sieht schon ganz gut aus. Mal schauen, was er haben möchte. Ui. Das ist busy viel Geld. 27, also so viel würde ich ungern ausgeben. Aber unser Vorstand muss sich auch mal im Klaren sein, wir können nicht mehr allzu lange so Billigverträge haben, weil ansonsten gehen uns die Spieler auch aus. Also, ja, ich weiß nicht, ne, was die sich denken. Zum anderen haben wir natürlich noch unser Wage Cap, was wir auch nicht außer Acht lassen dürfen. Das ist auch klar. Aber, ja, der Vorstand, ne, was ist mit dem? Er möchte 29.000 haben, das ist, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, wir kriegen das so ungefähr auf 23.000 hin. Und dann wären wir, glaube ich, alle glücklich, weil dann hätten wir wohl einen soliden Linksverteidiger-Backup. Uiuiui, da ist aber jemand ein bisschen aufmüpfig hier. Ja, passt. Okay, huch, was haben wir dann noch so Schönes hier drinne? Der Keeper, müssen wir noch scouten. Der Rajic sah sehr interessant aus. Müssen wir mal schauen, ob das Sinn macht, da vielleicht in der Mitte. Ich überlege mir auch gerade, ob ich vielleicht auf. Oh, guck mal, Vicente ist wirklich Europas Golden Boy geworden. Ich überlege mir sogar wirklich Angebote für Vicente. Ja. Und dann so ein scheiß Witz. Weißt du, er wird halt fucking Golden Boy, als ob der dann zu Olympiakos oder zu Trabzonspor möchte. Leute, geht doch mal weg, ey, ganz ehrlich, ne? Mein Klient freut sich, dass Olympiakos ein Angebot abgegeben hat. Warum ist das dein bevorzugtes Ziel? Es macht buchstäblich keinen Sinn, dass du von fucking La Liga nach fucking Griechenland wechseln möchtest, Kollege. Halt dein Maul ein, Nuri, du bist scheiße. Pass du mal lieber auf, dass du nicht schon wieder eine rote Karte bekommst, ey. Immerhin ist Vicente nicht aufmüpfig. Das hätte jetzt nur noch gefehlt. So, viele sind das ja nicht mehr hier. Dann gucken wir mal nochmal nach. Ja, DMs, ja doch, DMs bräuchte ich auch. Da haben wir Bitstrup, der nett aussieht. Raskin, der nicht köpfen kann. Das habe ich nicht so geil als Sechser. Und Nuno Felix, der keine großen Spiele mag. So, was haben wir dann noch in der Mitte? Haben wir dann noch jemanden, der gut verteidigen kann? Deckung? Bin ich blind? Wo ist Deckung? Ah, hier. Rajic, der sogar bessere Deckung hat als Bitstrup. Der aber mit 29 natürlich auch nicht mehr diese neue Position lernen wird, ne? Das ist, glaube ich, klar. Der sieht nach einem richtig guten Box-to-Box aus, ne? Kongna, würde ich sagen, ist unser bester Box-to-Box aktuell. Das ist Rajic deutlich besser. Nur die mentalen Werte sind halt nicht so gut. Was hast denn du an Ausdauer? Grundfitness 15, Ausdauer 14. Oh.
Ich würde dich, glaube ich, schon gerne haben als Box-to-Box. 18 ist jetzt auch nicht so viel. Und ihr merkt, ich gehe davon aus, dass ich wieder fast gar kein Geld bekomme im Sommer, weshalb ich das hier mache. So, Ersatzspielerprämie geht auf 1,5, Auflaufprämie auf 3 runter. Torprämie 4, Vorlagenprämie 4, Team of the Year Prämie gibt's 100.000, Länderspielprämie gibt's auch 4. Was sagst du dazu? Ah, wir sind nicht so weit weg. Hier die 3 lock ich mal bei der Auflaufprämie. Nimmt er an. Ist ein starker Box-to-Box-Spieler, ne? Sechser werden wir nicht finden. Deckung sollte schon bei allen ZMs, Hugo Felix hat mir ein Angebot gemacht, mindestens 8 sein. Tackling 7 ist auch okay. Übersicht. Ah, Ratschic hat nur 12. Das war jetzt das, worauf ich nicht geachtet habe. Mut ist ein bisschen wenig bei Leo Walter. Beste Übersicht hätte Vasco Sousa. Da müssen wir uns das noch überlegen. Ein paar Angebote sind sehr interessant. Heißt natürlich nicht, dass wir die alle bekommen, ne? Da gibt es auch genug Vereine, die interessiert sein werden. Aber ja, finde ich interessant, was wir da so holen könnten. Also Piton, den Linksverteidiger würde ich auf jeden Fall gerne, ach ja, Juan Fernandes, würde ich auf jeden Fall sehr gerne verpflichten. Je nachdem, ob wir vielleicht ein Angebot für Nghassan bekommen, vielleicht sogar schon im Winter. Weil mein Gedankengang ist da natürlich dann wieder dabei, dass wir eventuell Geld nutzen könnten, um uns dann besser auf den Sommer vorzubereiten. Also Fakt ist ja zum Beispiel, dass wir einen Linksaußen definitiv mit Geld holen werden. Also mit als reinen Transfer, nicht als ablösefreien Transfer. Ich bin mir jetzt aber halt auch nicht sicher, wie wir die gefühlt 11 Positionen. Was sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Positionen dürften es sein. Wie ich die halt mit 12 Millionen befüllen soll. Also so viele Schnapper werde ich nicht finden. Radic sieht schon aus wie der perfekte Box-to-Box-Spieler. Oder Bitstrup. Eher nicht, ne? Bitstrup eher nicht. Schauen Sousa und Kongna. Auch eher nicht. Bei Radic ist es wenigstens so, dass die technischen Werte wirklich deutlich besser sind. Und das hilft dann halt wirklich sehr viel. So, der Keeper ist mittlerweile zu 100% gescoutet. Hat keine Zielstrebigkeit. Tschüssi! Was haben wir denn hier so jetzt an den Keepern? Die können wir schnell aussortieren. So, Torhüter. Strafraumkontrolle, ja gut, das ist schon mal schlecht hier bei vielen. Ich glaube, die sind alle nicht so gut. Guidotti wäre der Beste wohl. Wenn wir den mal mit Soriano vergleichen, ist klar, dass Soriano besser ist. Also Keeper werden wir uns nicht holen. So, da sind von diesen, ich habe eben waren es noch knapp 80 Spieler, nur noch 9 Spieler übrig. Wovon wir, eigentlich sind es 8 Spieler, die übrig bleiben. Wovon wir gerade 3 vielleicht verpflichten wollen. Dani Perez, was war bei ihm nochmal schlecht? Dass er so schlecht in Form ist. 7 und 1 in 17, allerdings halt auch in Belgien. Ist schwierig. Ist schwierig. Ich würde mir halt echt wünschen, dass ich weiß, wie viel Geld wir im Sommer bekommen, damit ich da besser planen kann. Weil wenn wir wirklich, sagen wir mal, 20 Millionen bekommen, dann werde ich mir Basila beispielsweise nicht holen. Das ist ja halt ein bisschen sehr doof. So, ich werde jetzt erstmal Oliveira zurückholen.
Um ihn dann in die B-Mannschaft zu. Nee, Quatsch, Unsinn. Danke, dass mir das jemand sagt, quasi ins Ohr. Es macht natürlich erst Sinn, Oliveira zurückzuholen, wenn auch Rabelo verkauft ist. Weil der einzige Gedanke dabei ist ja wirklich drei Keeper im Verein zu haben. So, Girona, wir haben ja lang genug jetzt erstmal über Transfers gelabert. Jetzt spielen wir erstmal wieder ein bisschen. Die Rückrunde startet damit offiziell. Danach haben wir Supercopa gegen Real Madrid. Noch nie was gewonnen, aber als ersten Titel dann Supercopa wäre auch sehr lustig. Aber Real Madrid ist sehr gut in Form. Geben sich hier keine Blöße in La Liga. Deswegen ich mir jetzt nicht die größten Hoffnungen für diese Partie mache. So, Kongna kommt erstmal wieder rein hier. Und Boto. Wie stellen wir denn auf? Boto kommt rein, ja. Fernandes ist immer noch nicht. Ach, der war leicht verletzt, stimmt. Ach, Juan Fernandes, es tut mir so leid, aber du bist wirklich der beste Verteidiger. Du musst halt auch leider spielen. Ich nehme mal Kongna wieder rein für Peray, wobei der noch ein paar Einsatzzeiten von Beginn an haben muss, bevor er wieder rumheult. Ja, machen wir so. Girona. Absolute Wundertüte, wer bei uns Tore macht, weshalb wir es schwer abpassen können. Ob der Spieler, den wir aufstellen, halt das hinkriegen könnte. Girona ist auf Platz 18 in der Formtabelle, wie auf Platz 7. Jungs, zeigt dir mal warum, bitte. Ein bewölkter Tag in Andorra, im Gerard Piqué Park, der uns hoffentlich einen Sieg bringt. Aber dafür muss man Tore schießen. Und daran hat es sehr gehakt, die letzten Spieltage. Ich glaube, zuletzt 6 Unentschieden in Folge. Irgendwo muss der Schalter mal umgelegt werden, dass es wieder läuft. So, Aitnuri hat jetzt Platz. Jo, kommt am Gegner vorbei. Aitnuri kommt auch am zweiten Gegner vorbei. Flanke sieht gut aus. Kabic ist da. Macht das Tor. Sehr schön. Ja, der hat natürlich auch so extrem gefehlt in der Hinrunde. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich hoffe, dass er jetzt in der Rückrunde wieder seine Form zeigen kann. Deswegen habe ich jetzt auch nicht großartig nach rechts außen geschaut, weil ich halt wirklich hoffe, dass Kabic zu seiner alten Stärke zurückfindet. Er ist ja nicht umsonst bei mir Topverdiener, ne? Ich habe ja wirklich in seine Leistung vertraut. Ich glaube ja an ihn. Das Problem ist halt, seine Bänder im Knie haben nicht an ihn geglaubt. So, altes Spiel bei uns, ne? Wir führen 1 zu 0, alles ist schön. Kriegen wir das 2-0 hin oder kriegen wir das nicht hin? Das ist die große, große Frage. Kongna mit Gelb übrigens. Schöner Ball von Aitnuri auf Sonny, oder? Spielt ihn nochmal zurück zu unserem Linksverteidiger. Flanke kommt wieder lang. Kabic trifft das Lattenkreuz. Ach man. Wieder genug Chancen bisher. Aber noch kein 2-0. Bitte nicht selbstzufrieden werden, Jungs. Ich werde Kongna rausnehmen aufgrund der gelben Karte. Bloß keine blöden Sachen jetzt machen. So, das Freistoß bringt vielleicht was. Ja, ein Lattentreffer. Mehr aber auch nicht. Kojo, Eckball vielleicht, jetzt mal zum Glück, starke Parade, aber der Nachschuss von Arnau Kasas sitzt, erstes Saisontor, sehr schön, sehr, 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 sehr schön, interessanter Jubel, nice. Schon starker Kopfball vorher von ihm, Sanchez mit einer super Parade dann, aber dann schickt Kasas zum Glück da und macht ihn rein. Ja, ich wollte sagen verlängert, aber das kann es jetzt aber nicht gewesen sein, die Szene. Ne? Das war ja super harmlos, dieser Kopfball. Schön von Casas, der sich mittlerweile eingefunden hat bei uns. Spieler brauchen bei uns ungefähr immer so 3 Monate Eingewöhnungsphase. Schöner Ball, Coelho, abseits. Schade.
Ich werde Anderson reinbringen für Juan Fernandez. Ich sehe nicht großartig die Gefahr jetzt bei Girona, dass die zwei Türchen machen könnten. Dann lieber Fernandes ein bisschen Ruhephase geben. Solanke kommt dann noch rein als letzter Wechsel auf unserer Seite. Und dann sieht es doch gut aus. Drei wichtige Punkte, gehen über Nacht erstmal auf Platz 5. Die anderen haben allerdings kaum gespielt. Weshalb der Vergleich da erstmal hinkt. Kuyo. Keine Idee leider. Jetzt hat er mal Son Yoda gefunden, aber der ist jetzt gut gedoppelt worden. Rhythmus unserer Fans ist auch nicht so geil. Also klatschen alle sehr unterschiedlich. Und koordiniert sieht das alles auch nicht aus. Immerhin bei unserer Mannschaft etwas besser. So. Son Yoda. Schöner Ball auf Kuyo. Ja, ich wollte sagen, legt ihn nicht ab, aber macht ihn auch einfach. Von daher gut, 3-0. Das ist so ein typisches Ding eigentlich gewesen, wo er dann an den Außenpfosten schießt. Aber er hat ihn echt gemacht. Ich wollte mich nämlich schon ein bisschen aufregen von dem, Kuyo, leg doch einfach quer. Aber wenn er ihn macht, ist alles super. Girona hat in der Nachspielzeit dann auch mal den ersten Torschuss abgefeuert. Aber wir gewinnen dieses Spiel sehr souverän. Muss man ja nochmal hervorheben, gerade nach den letzten Wochen, mit 3-0. Sehr schön, Boys. Sehr, sehr schön. Freut mich. Barca hat Atletico besiegt und Sevilla hat Cadiz besiegt. Wichtig ist für uns, was Valencia und Osasuna gleich machen, mit denen wir aktuell nicht punktgleich sind. Mit Osasuna sind wir punktgleich, mit Valencia leider nicht. Also wichtig, was Osasuna jetzt gleich macht. Bei der Transferphase gleich am Dienstag werde ich erstmal die ganzen Spieler nochmal anbieten, die wir haben. Erstmal so, und wenn es dann keine Angebote gibt, werde ich bei allen Ablösesummen reinmachen. Das werden wir dann über die nächste Folge verteilt halt haben, weil die Transferphase eben leider so spät gestartet ist. Stimmt, mir fällt gerade ein, ich wollte noch schauen nach Spielern auf unserer Wants-to-Watch-Liste, auf der Jugend-Shortlist, bei denen der Vertrag auch ausläuft. Und ob es vielleicht noch den einen oder anderen Schnapper gibt, so unter 2 Millionen. Wobei wir selbst das uns ja momentan nicht so wirklich leisten können. So, oh, Beadle hat ein Angebot, 8 Millionen. Ja, würde ich mir gerne leisten, kann ich aber nicht. So, Quatsch, falsch. Da haben wir einen, Rasmus Odgaard Ritter. Ritter? Ritter. Stürmer. Ja. Wenn er nicht so viel haben möchte, kann man ja wenigstens mal ihn als Backup für Vargas reinklatschen. Guck mal, 3 geht doch easy, klar. Das sieht doch gut aus. Das hier würde ich rausnehmen, das würde ich rausnehmen. Da müssten wir wahrscheinlich auf 5 hochgehen. Aber sonst wäre das komplett in Ordnung. Ach, guck mal, wir müssen nicht mal auf 5 hochgehen. Auf 3, 5 denke ich, wird reichen. Jupp. Und so ein Talentchen wäre gar nicht so schlecht. Valladolid spielt gegen Osasuna. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Valladolid da irgendwie einen Punkt holt. Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen. Dauert natürlich alles ein bisschen, weil jetzt die Transferphasen in anderen Ländern starten. Push mal ein bisschen mehr. Senkung der reinvestierbaren Transfereinnahmen. Ja, Leute, bitte. Nimmt mir nicht noch mehr Geld weg. Wirklich, bitte. So, Lukas Piton, der Linksverteidiger, der wird zu uns kommen. Ich glaube, das ist ein guter Transfer. Der Spieler hat schöne Werte. Sieht dann nicht viele negative Sachen. Ich glaube, das macht Sinn. Dann ist auf der Linksverteidigerposition schon alles fertig. Ja, Real Madrid gleich in der nächsten Folge wird richtig spaßig werden. Nicht? Die
Die haben gerade 3-0 gewonnen. Osasuna hat in der 93. Minute den Ausgleich gemacht und deswegen bleiben die noch über uns. Ja, typisch. Valencia hat leider auch gewonnen. Barça hat ja eben schon gewonnen gegen Atletico und Real Madrid hat gewonnen. Also alle vor uns haben auch gepunktet, nur Osasuna halt nicht dreifach. Mann. Schrecklich. Ich bin noch ein bisschen überrascht, dass Salinas jetzt halt geht, ne, während die Transferphase jetzt gleich erst beginnt. Aber gut, können wir schon Rabelo in die erste Mannschaft packen? Nee, noch nicht. So, Salinas ist weg. Das war klar. Jerme, bitte nicht. Ist da überhaupt jemand interessiert? Das wäre richtig schön. Ja, Leipzig allerdings nur geringes Interesse. Würde ich sofort abgeben, über 40 Millionen, also wirklich sofort. Ich würde natürlich versuchen, oh, Brentfords, Basila verhandelt auch mit Montpellier. Ich würde natürlich versuchen, ein bisschen Geld noch rauszuholen. Einfach damit der Verein dann nachhaltig halt verbessert werden kann. Aber, oh, guck mal, Mikro Tatsa verhandelt mit Fenerbahce, ja, gut. Aber wir haben gesagt, ja, wow, so schnell. Ja, mit Slavia Prag auch. Ja, wir haben gesagt, wir wollen ihn verkaufen. Oder wir wollen ihn abgeben. Ich hoffe einfach, er pusht sich dann noch so lange, wie er noch bei uns ist. Gut, Start der Transferphase. Unsere Leihspieler machen sich so lala, würde ich sagen. Adibas hat 6 in 20. Löland hat eine 6,83er Durchschnittsnote in 13 Spielen. Vargas 3 und 2 nur in 17 für Cartagena. Perez nur 3 Tore bei Perez in 21 Spielen. Vujicevic hat eine 7,08, 8 und 1 in 19 für Eibar. Oliveira hat eine 7,44, das ist sehr gut. In 14, allerdings ist es halt auch vierte oder fünfte Liga. Und Ian, der macht sich gut. 11 und 5 in 17 für Arenas, dritte Liga. Sieht ordentlich aus. Vierte Liga sogar, ne? Aber die Werte gehen halt nicht hoch. Angebot für Aitnuri. Ist ein bisschen zu wenig. Generell, einfach weil wir so eine Probleme haben mit dem Geld, ist keiner unverkäuflich. Aber bei einigen muss der Preis halt natürlich stimmen. So, ich werde mal die Spieler anbieten nochmal und hoffe, 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 dass wir ein Angebot bekommen. Jetzt, wo das Transferfenster offen ist. Ja, Son hätte ich auch gerne. Der würde einige Offensivprobleme höchstwahrscheinlich lösen, egal wie alt er ist. Bin gespannt, ob wir echt Angebote bekommen. Ihr habt ja gerade gesehen, Engesan habe ich auch angeboten. Wir kriegen 21 Angebote immerhin. Engesan, yo. Okay, teuerstes Angebot dürfte 13,25 sein. Sehr, sehr viele interessiert. Mal schauen, ob wir auch verhandeln dürfen. Nee. Nee. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ich meine, ich selbst habe hier nur so ein loses Ding rausgeschickt, von wegen, haut mir mal einen Preis hin. Aber dass man dann nicht verhandeln kann, ist ein bisschen nervig. Halt bei gar keinem, obwohl genug Vereine halt Angebote rausgehauen haben. Ne, da werde ich auch alle ablehnen und werde ihnen mal anbieten. Was haben wir jetzt hier gesehen? 13,25 von Austria Wien. Rapid Wien, sorry, sorry, ja, sorry, 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 ja, sorry. Das war auch der einzige Spieler, der Angebote bekommen hat. Machen wir mal 30 Millionen, ne? Ganz easy. Er wird uns wahrscheinlich jetzt hassen. Jupp. Wegen der hohen Ablöseforderung, aber zum Glück konnten wir das Problem lösen. Kabic, mal wieder leicht verletzt. Hugo Felix bleibt leider bei Benfica, hat seine Angebote angenommen, was er bekommen hat, darf also weiterhin 0 Spiele in seiner kompletten Profikarriere haben. GG, Kollege, du hast den Durchblick. Verstehe ich echt nicht. Aber gibt's halt auch genug in echt, ne? Die Spieler, die dann halt denken, sie können es irgendwie schaffen bei dem Verein, wo sie seit 5 Jahren kein einziges Ligaspiel gemacht haben. Also das ist wirklich nicht unrealistisch. Und wirklich keine Angebote bekommen, auch für Engesar nicht.
Also 20 Millionen für Engesan wären halt schon sehr, 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 sehr schnieke. Ja, Engesan, halt doch mal jetzt die Backen, Alter. Wie über die letzten Monate? Wir haben doch gar nichts gemacht miteinander. Ich will doch gar nicht mit dir reden, ganz ehrlich. Mein Büro ist geschlossen, keine Sprechzeiten. Bin im Urlaub, Betriebsferien. Kontakt nur per E-Mail. Meine Güte, ey. Ich meine, es gibt Interessenten für Engesan, aber scheinbar sind die dann auch nicht gewillt, mehr als 13,25 zu bezahlen. Was dann ein bisschen schwierig ist. Keine Angebote für 20 Spieler. Schauen wir mal, ob wir vielleicht 20 hinbekommen. Ah, sieht nicht so aus. Nee, gut, dann werden wir Schluss machen für heute. Und hoffen, dass wir die nächsten Folgen nutzen können, um Spieler zu verkaufen. Rato möchte auch einen neuen Vertrag haben. Franco. Danko. Und was ich jetzt erstmal offscreen machen werde, ist für alle Spieler Ablösesummen reinzupacken und zu hoffen, dass dann, wenn die Ablösesumme ein bisschen geringer ist, die Vereine auf einmal Bock bekommen, diesen Spieler zu verpflichten. So, Ravelo würde ich gerne nochmal kurz vorher anbieten, aber ich glaube, ich habe gar keine Zeit mehr. Wenn ich sehe, dass oben rechts schon 21 Uhr steht. Oh, vielleicht doch. Oh, guck mal, 3-3 ist doch in Ordnung. Würde dann also auch gehen. Ja, nächste Folge also gegen Real Madrid. Wird ja zwischenzeitlich nichts passieren. Ich werde jetzt halt nur alle anbieten und dann gucken wir mal in der nächsten Folge mit Real Madrid und Barca. Meine Güte, was dann so geht. Ne, Granada ist übrigens auch noch irgendwie dabei. Bis dahin. Tschö.